Bei unserer Medienoffensive, um unsere Maßnahme darzustellen, haben wir jetzt auch zurückgegriffen auf Großflächenplakatierungen, vor allem bei den Umleitungsstrecken. Dann haben wir bereits einen Flyer in der Tagespresse verteilt, dass also auch hier die Leute gut informiert werden. Der Flyer, den wollen wir dann auch bei den Gemeinden auslegen, beim Tourismus und so weiter. Der wird also noch mehr verbreitet. Da haben wir 46.000 oder 47.000 Stück drucken lassen. Dann, ganz wichtig, wir haben einen digitalen Newsletter, auf den wird auch im Flyer hingewiesen. Das heißt, man kann hier sich einen aktuellen Newsletter über unsere Internetseite des Bauamts herunterladen, einschließlich Informationsmaterial, was Karten und Ähnliches anbelangt. Dann werden wir auch in Facebook bereits vertreten und auf YouTube kann man sich auch diese Filme von der Baustelle mit anschauen, sodass wir also auch hier im digitalen Zeitalter, kann man sagen, angekommen sind. Im Weiteren werden im lokalen Radio Dropper gesendet, die also stündlich auf unsere Baustelle hinweisen und die Verkehrsteilnehmer auch darauf hinweisen, dass jetzt dann diese Straße gesperrt sein wird. Und zugleich machen wir noch mit dem lokalen Fernsehen Filmberichte, insgesamt 5 Stück, die immer über den aktuellen Stand der Baustelle informieren sollen. Gut, und das alles wird natürlich immer laufend aktuell gehalten.